Hallo Friends und willkommen zu einer neuen Runde Phasmophobia. Diesmal spielen wir Profi. Wir haben ja wirklich fast noch gar nicht Profi gespielt, eigentlich immer eher Anfänger oder Fortgeschritten. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie wir uns so meistern. Wir sind auch wirklich nur zu zweit und ich habe auch schon Angst. Viel Spaß. Ich bin für Profi, wer noch? Oh mein Gott, Leute. Okay, auf eure Verantwortung. Direkt ein Farmhaus auf Profi. Ach du Scheiße, auch das Haus, wo ich am meisten sterbe, ne? Ja, du darfst mich auf jeden Fall nicht alleine da lassen, ne? Das liest ja jetzt das Haus, wo ich am meisten sterbe in Phasmo. Ja, dann starten selbst wir bei den doch. Großen. Okay, Campsite sterbe ich noch oft, aber bei den Großen sonst nirgendwo. Ja, dann machen wir doch Profi. Oh Gott. Ich glaube, Ella ist wieder ein Start. Könnte schon, nur funktioniert das mit den Kopfhörern noch nicht ganz. Noch nicht, egal. Oder mit. Oder ohne. Das heißt, ihr hört nicht, was ich sage, wahrscheinlich. Du musst dich nur wieder schreiben im Chat, ne, wenn du was hast. Am besten dann außerhalb vom Haus. Ja, also daran soll es nicht scheitern. Für mich ist Profi kein Problem. Wir spielen meistens Solo-Albtraum halt. Das sind die Angeber unter uns hier. Ja. Ich hätte lieber anstatt die 3 noch eine 6 da vorne, dann wäre es auch die perfekte Zahl. Ja, ich hätte, Ich höre. Eine 0 hinten dran. Ich muss eben Susi Hallo sagen wieder. Was mit Glück. Hey Susi! Dass die mal verschwindet, verstehe ich nicht. Boah, jetzt erschreckt man sich halt gar nicht mehr, aber am Anfang war das richtig Pain. Ja gut, dann macht noch die Runde, muss erst reinkommen. Okay. Alles klar. Direkt eine Zweierrunde Profi zu zweit. Let's go. Ja, Zweierrunde zu zweit. Genau. Genau so, Leute. Da sehe ich mich. Lasse den Geist durch Salz wandern. Werde Zeuge eines Geistesereignisses. Finde mit dem EMF Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Grand PT. Easy alles, let's go. Ja, easy. Alles easy. Ich hab den Hintereingang, weil er Strom hier drauf. Ja, dann nehme ich den auch. Nur so als Vorsichtsmaßnahme deinerseits. So, sind die Metallspinde frei? Yes, perfekt. Immer der beste Ort zum Verstecken, die Metallspinde. Ja, genau, bei Profi müssen wir uns im Spind verstecken, ne? Nicht unbedingt. Also hier ist schon 8 Grad, 7 Grad, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zählt. Ja, es muss ja erst erheizen, das Haus, ne, wegen dem Strom. Dann, never mind. Okay, ich guck gerade an, was ist mit der Tür los? Was ist denn mit der Türe? Ich hab 7 Grad, 8 Grad, 9 Grad. Halt, dauert halt noch. Wie lang denn? Da sind wir ja schon tot. Keine Ahnung. Wir warten. Das ist hier alles so schön geordnet, aber die Tücher liegen auf dem Boden. Okay, da steht noch eine Tasse. Das Baby ist für sich auch gerne mal. Oder lieber auch nicht.
Ja, okay. Das hier ist jetzt wieder mal nicht so sauber. Gott, wo ist der Geist? Da wurde dann eher so die Pflege im Schlafzimmer beachtet. Bitte kein Dachbodengeist. Bitte nicht. Ich erkenne ein Muster. Tasse und Hut. Nein, der ist Dachboden. Wir haben Gefähr hier. Oh nein. Ich hasse Dachbodengeister. Das sind die schlimmsten Geister überhaupt. Und wir haben einen Orb. Okay. Let's go outside. Ja, geil. Wir spielen ja nur Profi, da macht es ja nichts. Dann muss ich ja ganz nach unten zu den Spinden, um überhaupt irgendwie zu überleben. Ist ja schon wieder ein bisschen belastend, ne? Ja, das macht man nicht alles. Vielleicht sehen wir ja schon dort, dann haben wir schon fertig die Runde. Wenn wir Glück haben. Boah, du siehst die immer so schnell, die Orbs. Die Düttels. Ja. Ja, der Orb war weiter links, aber ich habe keine Lust, da hinten hinzulaufen. Ja, der Dachboden ist halt so riesig, da muss man eigentlich gefühlt 20 Kameras hinstellen. Ey, wir haben jetzt schon nur noch 69%. Ja, können wir ruhig eine Pille nehmen, wenn du willst. Wenn du mich schon so fragst. Dazu sage ich nicht nein. Zu Pillen sag ich niemals nein. EMF raus. EMF raus? Ja, weil EMF kein Geist mehr hat. Den die noch übrig sind. Ein drogenfreundlicher Stream. Hallo, Prometheus. Ja, also. Ja. Was ist denn noch übrig? Revenant, Yurei, Hantu, Onryo. Oh mein Gott, wie soll ich das denn jetzt so schnell sehen? Revenant. Achso, kann ich ja ganz leicht checken. Okay, Box kann es noch sein. Wie geht's? Wie steht's? Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Oh, ich hab schon gedacht, der wäre nicht mehr auf dem Dachboden, das ist gerade. Wo gehst du hin? Schon neuen Stuff. Wo sollen denn hier Fingerabdrücke sein, wenn ich mal fragen darf? Hier? Aber ich traue mich ja jetzt nicht mit dem zu quatschen, ne? Okay, Leute, ich springe jetzt immer meinen Schatten für euch. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Okay, ciao, er will nicht mit mir reden. Ganz, also, war es gegeben. Ich suche eben nach einem Knopf. Ah. Oh, du, die ist gar kein Problem. Es klappt ja gut mit dem Licht. Ja, ich habe schon Probleme mit dem Licht. Das beschreibt es ganz gut.
Dann suche ich jetzt halt mit den Knochen. Power Silk Expert. Oh Gott. Ich chill hier. Wenn der Knochen jetzt auf dem Dachboden ist, dann kotze ich. Hat der gar nicht die Korken knallen lassen? Ja, was war das für Korken? Der hat die Glühbirnen kaputt platzen lassen. Achso, die gehen jetzt nicht mehr an. Wenn das wieder rumwandern. Ja, das waren die da oben. Aha. Ja, das kannst du da oben nicht mehr mit Licht. Wo zum Teufel ist der Knochen wieder? Und wo habe ich die Fingerabdrücke, wenn welche da sind? Ich glaube, oben sind auch so Kühlboxen, wo die drauf sein können. Kühlboxen, klar. Und, ja. Ja, was man halt so macht, ne? So, Knochen. Ich muss da. Ich kümmere es den ganzen Tag. Alter, der hat direkt meinen Kruzifix angefressen. Der wollte handeln, ne? Oh Gott. Aber die Kühlboxen sind hier so voll verteilt. Das bleibt aus! Schon mal der zweite Buch. Ja, ich, ja, ich red mit ihm. Gott, Leute, das... Wo bist du? Wie alt bist du? Er ist old, er ist old! Ja, nice. Dann sagt dir ein Geist. Ja, Hans, versteck dich und Box aushaben. Ganz raus, ist vorbei. Speedy Mode on. Ja, du auch nur ganz, ganz leicht lebensmüde, ne? Ich? Mhm. Ja, nicht mal da rausgefunden, der ist nur die Treppe hoch und runter gelaufen da. Beim Dachboden. Ich sagte, du musst da rumgehen. Ja, ich hab mich geopfert. Fast. Ja, du hast den letzten Beweis herausgefunden. Obwohl, es kann immer noch eine Mimik quasi sein. Mimik. Das wäre Fingerprints, doch. Und dann wäre es ein Fake-Orb, nämlich. Hm. Da müssen wir mehrere finden, oder? Das. Nein, mehrere Orbs heißt das nicht. Das heißt einfach. Das heißt ja in mehreren Berichten. Ach so, dann hätten wir sozusagen 4 Beweise. Ja, mit Mimik hat man quasi 4 Beweise und Albtraum halt 3. Okay. Tschüss, Taschenlampe, dich brauche ich nicht. Ich brauche jetzt mein Kerz, Feuerzeug und Räucher. Let's go. Tschüss, Jamie. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und ein tolles Wochenende. Und oh, danke Jamie, schön. War schön mit dir. Okay. Haben wir nicht Fingerabdrücke? Müssen wir jetzt nochmal checken hier. Brauchen wir nicht mehr. Und, ja, also ich bin ja schon fast tot hier. Ich habe mich ja ein bisschen geopfert, ne? Achso. Oder können wir noch irgendwas anderes mitnehmen, was uns
irgendwas bringt. Nimm einfach mal einen Kruzifix, nee, keinen nicht schaden. Ich bin gewappnet. I'm ready. Keine Friends zu finden. Nee, ne? Ich hab auch schon mein Bestes gegeben beim Suchen. Nicht. Oder abhauen. Also sammeln. Also wenn es jetzt am Ende eine Mimik ist, haben wir Cashcard, aber egal. Ja, Salz haben wir noch nicht, ne? Machen wir es mit Salz noch? Ich geh da nicht mehr hoch, der Geist wird zu spooky. Ja, mir ist es egal eigentlich, ob wir hochgehen nochmal oder nicht. Ja, soll ich mich opfern? Weil es sind ja deine Sachen. Wie gesagt, wir müssen nichts offen. Wir haben jetzt eigentlich das geschafft. Wir müssen ja die Aufgaben nicht unbedingt. Aber es gibt ja einen gewissen Kick. Okay, let's go. Nimm du Salz. Okay. Was hast du alles dabei dann? Salz und? Ja, ich kann auch noch ein EMF-Gerät nehmen. Super, das wollte ich nämlich hören. Wegen dem EMF-Ereignis da. Okay, let's go. Und wenn der Hand sitzt, ne, ich hab Räucherstäbchen, dann bleibst du bei mir, weil wenn ich die Räucher mache, dann läuft er an uns vorbei quasi. Okay. Warum ich das hier mache? Der hat Licht angemacht? Jetzt hast du aus Hütte Licht angemacht. Warum tue ich das? Gib uns ein Zeichen. Hier oben sieht man einfach nichts. Not or nothing. Raus, raus, raus. Einfach runter. Runter, runter. Lauf zu den Metallspinnen hin. Ich glaube, der hat uns nicht. Huntet er noch? Ist vorbei. Nein, ist vorbei. Profis. Was? Ach, scheiß drauf. Haben wir nicht alles? Das mit Salz hat er immer noch nicht. Der ist immer noch nicht durch. Hä, aber eben F. Sagt er auch, hätten wir noch nicht, aber ich hab. Der hat doch ausgeschlagen. Oder war das, weil das nur in Hand war? Wahrscheinlich wegen dem Hand. Boah. Nee, frech. Wir können das mit dem EMF aber anders triggern. Warte, wie viel Sanity haben wir noch? Ja, mir gehört nichts. Wir hätten das. Wir haben nämlich das Videoboard, damit hätten wir auch das triggern können, aber jetzt unter 20% geht der Hand direkt dann los. Also erfahren, wir haben ja alles. Ja. Bleiben wir beim Onryo. Wenn es eine Mimik ist, haben wir Pech gehabt. Aber keine Prinz gefunden haben. Dann let's go. Wie er das schon schreibt, frech. Ja, ist auch frech, ey. Wir opfern hier uns nochmal. Mutig wie sonst was. Und dann... Ja, hat mir Pech gehabt. Mimik.
Aber immerhin trotzdem 120. Leute, das nenne ich doch mal erfolgreich, trotz wirklich gruseliger Momente und einer Dachbodensituation. Haben wir das Ganze wirklich super gemeistert? Also schreibt gerne in die Kommentare, hattet ihr auch schon öfters einen Dachbodengeist? Dann könnt ihr dem Part aber auch super gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt uns aber auch abonnieren und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein neues Video mehr auf unserem Kanal. Und da würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!